sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, heißt auf Englisch. Ich werde jetzt gerne in Englisch weitermachen, aber ich fürchte, es verstehen wieder nicht alle. Also, ich begrüße hier zu unserer Jubiläumsveranstaltung unseren Herrn Bürgermeister Gehring, unsere Freunde aus Karlsruhe mit dem Herrn Perat als Vorsitzenden, unsere Freunde aus München mit dem Herrn Kilaoma Hohmann, die eine besondere Freude ist es für mich, unsere Freunde aus England zu begrüßen. Sie stellen zum ersten Mal in Deutschland aus. Und wenn man ihre Exponate betrachtet, erübrigt sich jedes weitere Wort über Modelleisenbahn zu reden. Diese Sachen sprechen für sich selber. Und jetzt möchte ich den Herrn Bürgermeister bitten, die Ausstellung zu eröffnen. Herr Schwarz, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich möchte zuerst heute Morgen einmal unserem Modellbauclub, unseren Eisenbahnfreunden aus Keldern, recht herzlich zu ihrem 10-jährigen Bestehen gratulieren. Es ist ein schönes Fest heute und es ist sicher eine gute Gelegenheit, dieses Jubiläum auch miteinander im Kreise der vielen Freunde zu feiern. Vor 10 Jahren hat es klein angefangen, aber dank der Aktivität unserer Mitglieder hat sich recht bald ein schöner Verein entwickelt. Und in diesem Verein wurde beachtliche Arbeit geleistet und viel Kameradschaft gepflegt, sodass wir in jedem Jahr hier bei unserer Ausstellung eine Steigerung der gebotenen Modelle und Eisenbahnen feststellen konnten. Es war also ein stetiges Aufwärts und ich darf daher allen Verantwortlichen, die in diesen 10 Jahren gearbeitet haben und tätig waren, recht herzlich danken für diese Arbeit, dass sie es ermöglicht haben, in jedem Jahr eine solch schöne Ausstellung. Ich wünsche allen einen angenehmen Aufenthalt bei dieser Veranstaltung, viele interessante Gespräche, das ist ja besonders wichtig, und ich hoffe, dass die vielen Besucher, die jedes Jahr kommen, dass sie einen schönen Tag, ein schönes Wochenende verleben können hier bei den Modellbaufreunden in Hiedlingen. Und besonders freut mich natürlich, dass auch die Erwachsenen ihren Spaß bei vielen Festen. Hier ist es einmal anders, hier kommt auch die Jugend, die Kinder zu ihrem Recht und das ist besonders sehr schön, dass auch für die Jugend hier etwas geboten wird und sie doch manche Anregungen bekommen. Nochmals recht herzlichen Dank allen Mitgliedern auch für die Arbeit für diese Ausstellung. Es ist eine sehr schöne Ausstellung geworden, wie ich beim ersten Überblick sehen konnte. Und ich darf Ihnen recht viel Spaß und Vergnügen und interessantes Beisammensein hier in Keldern bei uns wünschen und darf damit diese Ausstellung im 10-Jährigen hiermit eröffnen und wünsche dem Verein alles Gute. Aber vielen Dank, dass wir noch viele solche Ausstellungen sehen können. Vielen Dank. Danke, Herrn Gehring. Ich danke dem Herrn Gehring im Namen des Vereins meiner Kollegen für seine schönen Worte und lade ihn jetzt und auch sämtliche Aussteller zu einem Glas Sekt und einer Butterbrezel ein. Mr. Sherman führt uns in die englische Bahnwelt um das Jahr
1870 mit ihren Grammton-Lokomotiven ein. Bei einem Gespräch in unserem Clubraum hat er uns einen Einblick in seine Bauweise gegeben, die uns allen Respekt vor dem Genie Sherman verschafft hat. Gewissermaßen als Prospektbild auch für diese Ausstellung sehen wir die Totale der Bühne, gestaltet von Günter Bollmann und Karl-Heinz Stieringer. Die Dekoration soll jung und alt auch darauf einstimmen, dass wir uns in der Vorweihnachtszeit befinden. Wenn wir der Ausstellung den Titel vom Spielzeug zur Modellbahn geben würden, dann wären wir hier beim Spielzeug. Es war zwar ein Luxusspielzeug. Beim Bearbeiten dieser Bilder habe ich mich in Gedanken gute 70 Jahre zurückbesonnen. Wer hatte als Junge nicht den Wunsch, so etwas zu besitzen? Leider war ich in einer Familie geboren, die nicht in der Lage war, mir diesen Wunsch zu erfüllen. Ein Schienenoval, eine Lok mit Federwerk und zwei oder drei Anhänger wäre der Himmel auf Erden gewesen. Von Weichen, einem Bahnhofsgebäude oder gar Signalen zu träumen, war unrealistisch. Die Lokomotive der Baureihe 24 der Deutschen Reichsbahn ist im Maßstab 1 zu 11 erbaut. Sie wiegt 1,5 Zentner. Die Bauzeit betrug 5 Jahre. Eine Meisterleistung unseres Mitglieds Karl-Heinz Zentner.
Großmodellen. Die Kriegslok von Günther Denig aus Wilferdingen fasziniert den Besucher. Die gewaltige Maschine brachte einmal 1500 PS auf die Schienen. Die Aufnahmen zeigen die Präzisionsarbeit und das Können des Erbauers, die nicht mehr zu überbieten ist. Diese Welt ist etwas kleiner. Der Bahnhofsvorsteher dieser Kleinstadt pflegt seine Kleingärten. Natürlich kann sich unser Verein mit seiner Halbmüller-Anlage auch sehen lassen. Ja.
Tantchen.